Ich habe Apple AirPods für 5 Euro gefunden. Wahnsinn. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint gewesen. Die Apple AirPods bekommt man natürlich nicht für 5 Euro, aber ich habe mal ein bisschen in China, besser gesagt bei AliExpress, rumgeschaut und habe tatsächlich AirPods Kopien gefunden und habe mir da auch mal was bestellt. Und man bekommt die zwischen 4 Euro für so ein einzelnes oder 11 Euro für ein paar mit Ladecase. Und ich dachte mir, mein Gott, komm, ich bestell mir mal eins und wir schauen uns die ganze Geschichte einfach mal an. Und so ist das Ganze dann angekommen. Made in China, bla bla bla. Wir schauen einfach mal rein. Ich habe mir nur einen einzelnen bestellt, denn ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da wirklich viel Gutes bei rumkommt. Wir haben hier schon mal ein Ladekabel USB auf so einen komischen proprietären Anschluss. So einen kleinen Rundstecker. Der ist dabei. Wir haben einmal hier die Anleitung, die E7 Intelligent Music Bluetooth Headset Version. Ja, Bluetooth 4.1, so steht es mal hier drauf. Und eine Abspielzeit von 3 bis 4 Stunden, 2,4 GHz Frequenzband und 60 mAh groß soll der kleine Akku sein, der da drin steckt. Und so sehen sie aus. Das sind also die China AirPods. Und ohne die anderen als Vergleich rauszuholen, kann ich sofort schon sagen, die sind größer, die sind dicker und die fühlen sich also wirklich billig an. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich nehme mal hier ein normales Paar AirPods flott raus, damit wir einen Größenvergleich haben. Und der sieht dann so aus. Also da kann man schon deutlich erkennen, dass hier die schwarze Kopie wesentlich dicker ist und auch ein gutes Stückchen länger ist. Und hier unten von dem eigentlichen Ladeanschluss, sage ich mal, wo die AirPods ja geladen werden, über dieses Metallstück hier am Ende, ja, da sieht man auch schon einen deutlichen Unterschied. Also die wirken auch wie für 4, 5 Euro die hier. Und hier haben wir noch einen Knopf dran. Das ist dann der Power-Button und auch zum Pairen. Und das mache ich dann mal. Ich halte mal hier eben gedrückt. Dann sehen wir, es blinkt und leuchtet in der LED. Und ich habe sie eben schon mal verbunden gehabt. Ihr seht, ich bekomme hier tatsächlich noch eine Akkustandsanzeige mitgeliefert. Das liegt am Bluetooth-Standard. Aber wenn ich mir die Dinger jetzt ins Ohr reinmache, meine Güte, ist das ein schlechter Ton. Hört euch den mal an. Die haben einen total unsauberen Klang, also das Schlechteste, was ich hier, glaube ich, jemals im Ohr hatte. Außerdem, ja, die Dinger sind viel zu groß. Schaut euch mal hier die Größe an von diesem Knubbel, den man sich ins Ohr reindrückt. Die sitzen bei mir unangenehm fest drin. Dann hat man das Gefühl, man hat sich irgendwie eine dicke Murmel ins Ohr reingedrückt. Also durchweg einfach negativ, was ich da bisher so gehabt habe. Und dann schaut euch auch mal hier die Verarbeitung an. Hier sieht man noch Klebestreifen innen drin, die hier über die Öffnung drüber schauen. Na, nee, also das ist gar nichts. Wer mit dem Gedanken gespielt hat, ey, ich will auch hier mit Apple AirPods rumlaufen für 10 Euro, hab da was Cooles gesehen bei AliExpress. Ah, nee, macht das mal besser nicht, Freunde. Das bringt nichts. Das sieht dann vielleicht auf den ersten Blick so ähnlich aus, weil sie, abgesehen von der Größe, ja, das Design ja ganz gut noch kopiert haben. Aber das macht doch keinen Spaß, damit irgendwie Musik zu hören. Und deswegen habe ich mir überlegt, schauen wir mal, ob die wenigstens ein bisschen robust sind oder auch mal hier einen kleinen Tauchgang abkönnen. Und dann immer noch weiterspielen. Und außerdem würde ich auch gerne mal hier reinschauen, wie diese China-Kopien verbaut sind, wie der Akku aussieht, wie groß der Akku ist. Das versuchen wir nachher nochmal rauszufinden. Aber zuerst spiele ich hier mal ein bisschen Musik. Und wir gehen auf Tauchstation. Tja, und erstaunlicherweise spielen sie immer noch Musik ab. Also es klingt zwar hier jetzt deutlich dumpfer, weil ja noch ein bisschen Wasser drin ist. Ich schüttelte das mal ein bisschen raus. So. Ja, ich höre mal rein. Ja, die spielen immer noch. Klingt immer noch so schlecht wie vorher. Also
gehen wir doch mal richtig auf Tauchstation und warten einfach mal ein paar Sekunden ab. Da sieht man schon, da kam die Luft raus oder hier kommt die Luft rausgeblubbert. Und ich denke, damit haben wir auch endlich für Ruhe gesorgt. Nein, ich werde verrückt, wenn ich hier das Wasser rausdrücke. Da habe ich eben tatsächlich noch was gehört, aber jetzt ist hier Ruhe. Wobei ich immer noch hier die Akkustandsanzeige habe. Das heißt, die sind immer noch per Bluetooth hier verbunden mit meinem iPhone, aber da kommt kein Ton mehr raus. Nö, also lautsprechermäßig haben wir sie mit dem bisschen Untertauchen hier gekillt. Ja klar, das ist jetzt hier einfach nur Blödsinn von mir, da ich das gemacht habe. Ich wollte auch mal Kopfhörer kaputt machen, aber man sieht schon, jetzt ist hier Ruhe im Puff, aber ja, Bluetooth steht immer noch. Jetzt interessiert mich aber, was steckt in diesen Kopfhörern drin? Also, probieren wir doch mal, das Ganze zu öffnen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber wir lassen uns überraschen. Und das ging viel, viel einfacher, als ich dachte. Ich konnte hier die untere Kappe einfach abziehen. Die hat gar keinen Widerstand geleistet. Und das ist dabei zum Vorschein gekommen. Also hier sehen wir den Ladeanschluss für dieses runde proprietäre Kabel und zwei dünne Käbelchen, die da rausgehen. Und wenn wir reinschauen, sehen wir hier eine kleine Platine drin. Also da ist dann die Elektronikplatine. Ich frage mich jetzt echt, wo sie den Akku verbaut haben, ob der vielleicht hier oben mit drin steckt. Weil in den Apple AirPods, da steckt der Akku ja hier im Hals drin. Aber das ist hier scheinbar nicht der Fall. Und wenn ich da mal reinschaue, dann glaube ich auch nicht, dass ich das... Oh doch, ich glaube, ich krieg's rausgezogen. Okay, wir ziehen einfach mal. Zumindest ist das Kabel relativ fest verlötet. Ja. Also, soweit ist es jetzt hier schon mal rausgekommen. Wir sehen hier wohl einen Mikrocontroller, der hier aufgebracht ist. Und auf der Unterseite noch ein bisschen anderes kleinteiliges Elektronikzeugs. Keine Ahnung. Ich probiere es mal, ob ich es ganz rauskriege. Tja, das ging ja auch ganz einfach. Also vom Auseinanderbauen her geht das ja echt mal easy. Und schaut es euch an, ich glaube, das hier ist der eigentliche Lautsprecher. Und das ist ja ein Mini-Teil, da kann ja gar nichts Ordentliches rauskommen. Hier auf der anderen Seite, dort haben wir den Button. Das ist hier das kleine Teilchen, den ich hier auch drücken kann. Zum Ein- und Ausschalten, das war hier der Knopf, den wir von der Seite hier bedienen konnten. Also Lautsprecher, Knopf, irgendein Transistorteilchen und habe ich hier noch irgendwas stehen, was mir was sagt? Nee, nicht wirklich, aber ich bin auch kein Elektronikfachmann. Aber was ich jetzt sagen kann, auch als Elektronik-Laie, ja, hier ist noch kein Akku mit drin. Und wenn ich hier mal reinschaue, dann sehe ich außer abgerissenen Käbelchen da auch nichts. Das heißt, der Akku, der sitzt hier wirklich oben in der Ohrmuschel drin. Also, ich versuche mal, ob ich die noch geknackt bekomme. Tja Leute, was soll ich sagen? Auch das war viel, viel einfacher, als ich dachte. Ich habe den Akku gefunden. Da ist er drin. Da ist er draußen. Ein kleiner Akku, den schauen wir uns gleich nochmal an. Und das andere, ja, das war wohl doch nicht das eigentliche Teil, wo die Musik rauskommt, sondern ja, wahrscheinlich doch eher ein Mikrofon hier, das kleine. Denn das hier ist der Lautsprecher. Mal schauen, ob ich auch den hier einfach abgezogen bekomme. Und ja, das Ding hier baut sich ja quasi von alleine auseinander. Also, da ist der Lautsprecher. Ansonsten, ja, man sieht schon, da ist sonst nichts drin. Einfach nur Plastik. Lautsprecher, die Hauptplatine mit Mikrofon und der Elektronik drauf. Und dann haben wir hier unseren kleinen Akku. Ja, sieht aus wie ein Stück Aluabfall, ist aber tatsächlich der kleine Akku, der hier verbaut wurde. Irgendwelche aufgedruckten Informationen finde ich hier nicht. Und damit ist mein kleines Spaßvideo auch schon vorüber. Hier sehen wir die ganzen Einzelteile. Einmal Plastikgehäuse oben, einmal das größere Plastikgehäuse mit Hals, Abdeckkappe, Ladeanschluss, Plastiksteckerchen, Akku, Lautsprecher, Mikrofon, Schalter und die Platine. Das gibt es also für 4 Euro aus China.
was so einen Apple AirPod hier darstellen soll. Ihr seht schon, technisch-mäßig steckt da nichts Besonderes drin. Soundmäßig katastrophal schlecht. Tragekomfort, der ist auch nicht wirklich gut. Also wer sich überlegt, dass er gerne hier dieses Apple AirPods Design hätte, aber die Dinger ihm zu teuer sind, dann verabschiedet euch davon. Kauft euch bitte nicht so einen Schrott. Ihr werdet damit nicht glücklich werden. Das macht keinen Spaß, damit was zu hören. Für ähnliches Geld oder etwas mehr Geld bekommt man da Standard-Bluetooth-Kopfhörer, die viel, 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 viel besser klingen, Freunde. Also, wer sich dennoch mal hier den Schrott anschauen möchte, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Und derweil sage ich vielen Dank fürs Zusehen hier bei meinem kleinen Spaßvideo. Da habe ich einfach mal Lust drauf gehabt, die Dinger hier auseinanderzubauen und dachte gar nicht, dass es so einfach gehen wird. Aber, naja, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!